Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Spiel. Wieder Österreich und ja, Lustwan ist nicht ganz richtig, Lustenau ist es. Und ja, das war ein illustres Spielchen. Da hat zum ersten Mal die Taktik ein bisschen gewackelt. Wir haben zwar wieder ordentlich Ballbesitz gehabt, der Gegner kam nicht wirklich aufs Tor, aber ihr seht schon hier, Sinan Kurt verletzt, Marco Grujic verletzt, Chavairo Dilrosun mit einem Platzverweis. Also das Spiel hatte es einfach in sich und deswegen würde ich sagen, spanne ich euch nicht lange auf die Folter. Wir gehen da direkt rein. Haben wir hier noch einen Neuzugang außer Patrick Herrmann? Ich schaue mal und sage nein. Ah, ich glaube, es kam auch ohnehin kein Neuzugang mehr, oder? Wer weiß das schon? Wir gucken uns die Highlights an gegen Lustenau am 26.07. Dam, 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 direkt rein. Football Manager 2019 Beta, falls ich das noch nicht erwähnt habe, könnt ihr kaufen unten oder auch vorbestellen. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Und ihr unterstützt damit meine Wenigkeit so ein bisschen mit ein paar Cent, damit ich mir irgendwann auch mal wieder davon Geld kaufen kann. Also fließt wieder hier rein ins Projekt. Und erster Angriff über Dilrosun, der hat wieder den Pace eingeschaltet und ja, abgefangen. Aber auch da wieder bei uns abgefangen. Grujic. Dilrosun wieder mit Tempo, Flanke ist besser, nochmal Dilrosun, schießt seinen eigenen Mann an, da wird einer umgegrätscht, aber Schiri sagt kein Elfmeter. Meier mit einem guten Eckball, Kalou, aber der Torwart hält. Nochmal Meier, neue Variante auf Grujic, keine schlechte Variante, Herrmann hätte abziehen können, legt nochmal ab auf Meier, Ballverlust, Delic, Konter, Konter, Knauder und fair abgegrätscht von Lazaro. Flanke landet auf der Latte. Und das von Rekik soll angeblich ein Foul gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht sehen können, aber ja, lassen wir es einfach mal unkommentiert. Ich habe da jetzt kein großartiges Foul sehen können, aber ist auch schwierig hier zu sehen. Herrmann auf Meier, Kalou, Grujic, rote Karte ist schon, nee, ist noch nicht passiert. Wo sind wir denn gerade in den Highlights? Ah, da. Die rote Karte kommt erst noch. Abgeblockt. Wie gesagt, der Gegner hier hat ordentlich was dagegen gehabt, dass wir hier erfolgreich spielen. Wieder knapp drüber, jetzt dürfte die rote Karte kommen, genau. Ziemlich unnötig von Dilrosun. Grujic wird hier verletzt. Das gab zum Beispiel keine Karte, nicht mal gelb. Kalou macht zwar das Tor, ja, aber trotzdem kann man im Nachhinein mal wenigstens gelb zeigen. Also der Schiri hatte heute nicht seinen besten Tag, sage ich jetzt einfach mal. Kalou, der jetzt Dilrosuns Position übernommen hat. Herrmann, Flanke, Kibrit, Tor, der den verletzten Ibisevic ersetzt hat. Wieder eine Vorarbeit von Patrick Herrmann. Ich bin gespannt, was ihr in der letzten Folge oder auch in dieser Folge, falls ihr in der letzten nicht mitbekommen habt, Patrick Herrmann geschrieben habt, wie teuer Patrick Herrmann war. Ja, wisst ihr, wir hatten ein Transferbudget von 8 Millionen und vielleicht habe ich gerade angedeutet, dass kein weiterer Neuzugang kam. Vielleicht flunkere ich aber auch nur. Auf jeden Fall, Fakt ist, man kriegt die Spieler nicht, oder sagen wir mal, eigentlich nicht unter Marktwert. Kalou, Herrmann, kriegen wir es noch gerettet? Herrmann, Kalou, Herrmann! Halbzeit. Zweite Halbzeit, wieder die bekannten Wechselspielchen. Unsere junge Garde darf nun ran. Immer mal auch da wieder Torhüterwechsel und im Zentrum den Wechsel mit Bark und Lukasen und später auch mit Sovic und Friede, damit alle mal, wie gesagt, spielen können. Hier ist Sinan Kurt im Zentrum, 63. Minute, da habe ich ihn wieder eingewechselt. Hat dann anderer wieder nur einen Kurzeinsatz, aber es war mir gerade wert. Und ich habe dafür auch, den habe ich noch in den Sturm geschickt. Boah, geiles, das war das Tor meiner Vorbereitung von Palko Dardai. Einfach nur geil gemacht. Davon solltet ihr nochmal zurückspulen. Ich tue es jetzt nicht nochmal. Sonst komme ich hier nämlich nie wieder raus.
Aber das war ein schönes, schönes Türchen von Palco Dardai. Der Gegner drückt nochmal. Das Spiel hier war noch nicht gewonnen. Wir sind, wie gesagt, immer noch einer weniger. Deswegen ist das so unfassbar, dass wir das Spiel mit 1-0 hinten und einem Mann weniger so gedreht haben. Köpke, der im rechten Mittelfeld gespielt hat, damit Kurt ins Zentrum kann. Kade und Kurt im Zentrum. Oder mittlerweile Dardai im Zentrum. Ich weiß es nicht mehr. Dardai nochmal mit einem Schuss, aber nur knapp daneben. Also der war heute wirklich on fire, der Palco Dardai. Sokrafakis hätte hier direkt auf Palco Dardai legen müssen, aber stattdessen ist das Spiel zu Ende. Wie gesagt, ein richtig schönes Spiel. Ich bin auf die Note von Palco Dardai gespannt. 8,2 ist in Ordnung. Hat richtig gut gespielt. 7-4 von Kalou in der ersten Halbzeit. Patrick Herrmann 6,9 auch noch ordentlich. Ein Keypass ist heute nicht so viel. Wie gesagt, war ein schwieriges Spiel. Mit einem Mann weniger ist das auch ja so eine Sache. Die hier mit nur einer gelben Karte, das ist lächerlich. Für das Foul an Krujic hätte es mal mindestens gelb geben müssen. Auch wenn der Spieler sich dabei selber verletzt hat. Aber es kann keine Entschuldigung sein, dass da kein Gelb gezeigt wird. Sinan Kurt später auch noch verletzt. Deswegen war nachher auch Dardai im Zentrum und Köpke dann auf Außen. Ich verstehe es jetzt langsam wieder. Oh, es ist echt schon so lange her. Also, ne, ich habe es zwar vor 3 Stunden, dürfen mittlerweile wieder 3 Stunden her sein. Aber soll euch nicht interessieren. Ihr freut euch sicherlich auf den nächsten Part. Dann Testspiel gegen Almere. Kenne ich so jetzt auch nicht. Ist das, glaube ich, waren wir da schon aus dem Trainingslager wieder zurück oder ist Almere noch eine österreichische Mannschaft? Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentare schreiben und wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch kaufen wollt, in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ich freue mich auf eure Unterstützung, auf euren Support und auf eure Meinung. Schreibt, wie viel hat Patrick Herrmann gekostet, verdammt. Bis zum nächsten Part. Ciao.